Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist Donnerstag Nacht und da haben wir immer ein Thema. Das Thema heute Nacht heißt, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Ich möchte gerne mit euch über große Entscheidungen sprechen, die ihr in eurem Leben getroffen habt, von denen ihr sagt, das war sehr schwierig damals, das zu entscheiden. Viele Leute haben ja vielleicht dort die Nase gerümpft, aber ich habe so entschieden und ich stehe bis heute hinter dieser Entscheidung. Das kann ja vielleicht sogar sowas sein, wie dass ihr eure Karriere hingeschmissen habt für ein ganz anderes Leben oder ihr habt einen Verwandten angezeigt vielleicht oder ein Geheimnis verraten oder ja eine einschneidende medizinische Entscheidung vielleicht getroffen oder aber vielleicht habt ihr euer ganzes Geld verballert, um euch euer Traumauto zu kaufen. Und alle Leute haben gesagt, wie kannst du das denn bloß tun? Aber ihr sagt, nein, das ist mein Auto und ich habe einen Riesenspaß daran und diese Entscheidung bereue ich nicht. Also, das ist unser Thema und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt darüber, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Katrin ist meine erste Anruferin heute Morgen, die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Katrin. Hallo, Domian. Hallo, Katrin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, zu unserem Thema, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Genau, also, es geht darum, wie gesagt, ich bin ja 19 Jahre alt, ja. Habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt, wird im Dezember 3. Mhm. Und am 6.11. habe ich einen Schwangerschaftsabbruch gehabt. Mhm. Und diese Entscheidung werde ich in meinem ganzen Leben nicht bereuen, weil sonst hätte ich meinen Ausbildungsplatz nicht bekommen. Ja. Ich hätte das Praktikum vorher nicht machen können und ich könnte jetzt auch keinen Führerschein machen. Ja. Ja, und deswegen werde ich das nie bereuen. Ist es dir denn leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Nee, das ist mir nicht leicht gefallen. Aus dem Grund, weil viele gesagt haben, wie kannst du das machen? Das kann nicht sein, du tötest ein Kind und so weiter und so weiter. Habe ich eigentlich auch gedacht, nur ich wollte halt irgendwann auch meinem Kind was bieten können. Dazu brauche ich halt eine Ausbildung. Ja. Und ja, und mit dem Kind wäre das nicht so schnell gegangen. Mhm. Und ja. Gab es denn vielleicht so kurz davor, vor dem Eingriff oder auch danach, dennoch moralische Bedenken, dass du für dich so überlegt hast, eigentlich ist es nicht in Ordnung, das zu machen? Ich sag mal, man wird ja immer wieder gefragt vorher, vor den Untersuchungen und sonst was. Ich habe dann gefragt, sind Sie sich sicher? Und klar habe ich darüber nachgedacht, weil ich ja gerade schon ein Kind habe. Und ich weiß, wie das ist. Kinder machen einen glücklich, aber ich habe immer wieder gesagt, nein, geht nicht, mache ich nicht. Ich will auch irgendwann Karriere machen und nicht andauernd Hartz IV kriegen und sonst was. Also die Haltung war im Prinzip von vornherein klar. Ja, und du warst auch nie irgendwie ins Schwanken gekommen. Ab und zu, ja, automatisch. Aber nicht gravierend. Meine Mutter hat mich auch sehr viel unterstützt in der Sache, die mir immer Mut zugesprochen ja. hat. Lass uns mal über den Vater sprechen. Wie ist es überhaupt zu der Schwangerschaft gekommen? Die Schwangerschaft ist dazu gekommen, dass ich öfters auf Partys gewesen bin, die Pille dann vergessen habe und dann, ja. Das ist natürlich eine Leichtfertigkeit, ne? Genau, eigentlich schon. Also der Vater des Kindes war irgendeine Nachtgeschichte? Nein. Mit dem war ich 2 Jahre zusammen. Ach so. Genau, ich war mit dem Vater 2 Jahre zusammen. Und wir haben uns kennengelernt, als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Ja. Und ja, wir waren 2 Jahre zusammen, aber da war schon hin und her mit auseinander und wieder zusammen. Und aber als du jetzt wieder schwanger warst, da war er der Erzeuger. Richtig, genau. Jetzt im Moment bist du mit diesem Mann nicht mehr zusammen. Nein, nee. Ich bin mit ihm nicht mehr zusammen. Welche Position hat er denn vertreten? Hast du ihn mit einbezogen in die Entscheidung? Nein. Nein? Nein. Warum hat nicht? Nämlich gemeint, dass es nicht richtig ist, dass es sein Kind ist und dass er das nicht zulassen will und ja. Halt, ne? Und ich habe gesagt, nein, du hast mit dem Kind nichts zu tun. Falls wir uns irgendwann trennen sollten, ist das Kind bei mir. Ja. Und dann habe ich die ganzen Sorgen damit dran und kann immer noch nicht machen, was ich machen möchte. Ist natürlich eine sehr radikale und sehr egoistische Haltung, ne? Ja, natürlich hat der schon. Vater auch damit zu tun.
Eigentlich schon. Es ist ja auch gut, wenn ein Vater sich um das Kind kümmert. Und zum Kinder. Hätte er nicht getan. Soweit kanntest du ihn schon. Ja, er hätte das nicht getan. Er ist arbeitslos, er kriegt nichts auf die Reihe. Mhm. Ich musste ihm immer helfen bei Ämtergängen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich habe ihn unterstützt, finanziell, sei es moralisch, finanziell oder sonst irgendwie. Mhm. Ich habe immer alles für ihn getan. Es kam nichts zurück. Er hat keine Verantwortung für sich selber getragen. Weißt du, Katrin, so eine Entscheidung ist natürlich wirklich die persönliche Entscheidung der Mutter oder bestenfalls der Eltern. Ja, eigentlich. Was ich nur in einem solchen Zusammenhang immer sehr massiv kritisiere, ist die Leichtfertigkeit, die vorweggegangen ist. Dass wenn man kein Kind haben will, kann man, also wir wissen ja nun alle mittlerweile Bescheid, welche Mittel und Wege es gibt, gut oder vielleicht auch doppelt hält besser zu verhüten. Sicher, klar. Dass man das dann nicht tut. Ich finde, das ist die verdammte Pflicht von allen, die Lust am Sex haben. Und wenn sie haben wollen und die keine Kinder möchten, dass sie dieses tun, um nicht dann ein Leben zu beenden. Also ich habe das Leben so gesehen nicht beendet. Ja. Irgendwann in ein paar Jahren werde ich einen neuen Mann kennenlernen. Und dieses Kind, ich sag mir das immer so, das wird warten auf mich. Mhm. Das Kind weiß ganz genau, dass es noch nicht an der Zeit war, hier auf die Welt zu kommen. Mhm. Und ich finde, also meiner Meinung nach, diese Seele wird warten, bis der richtige Mann da ist und dann wird die Seele auch genau in den Körper wiederkommen. Heißt, das ist natürlich eine schöne Theorie. Ja, also ich sehe das so. Ja, hast du dich von diesem Partner wegen der Abtreibung getrennt? Nein. Nee. Also erstmal war da die grundsätzliche Eifersucht, die bei ihm immer war. Mhm. Und immer dieses Hin und Her war sowieso, man hatte immer die gleichen Streitthemen, immer die gleichen Probleme. Dann mit den Eltern kam man auch gegenseitig gar nicht klar. Mhm. Also es passt ja irgendwie hinten und vorne nicht zueinander. Ich habe es richtig verstanden, dass er nicht der Vater deines jetzigen Kindes ist. Richtig, genau. Hast du denn mit dem Vater deines jetzigen Kindes, gibt es da Kontakt? Kümmert der sich? Da gibt es Kontakt, der holt die alle 2 Wochen ab, kümmert sich auch drum, soweit wie es ihm möglich ist. Er hat eine neue Partnerin, die auch ein Kind hat, mitgebracht hat. Ja. Und ja, also eigentlich kann ich da nicht klagen oder meckern. Also das du bist ja dann auch sehr früh Mama geworden, ne? Richtig, mit knapp 17, ja. Mhm. Mit 17, Du hast ja gerade noch gesagt, dass dein jetziger Ex-Freund unbedingt das Kind haben wollte. Richtig. Und hat der dich in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt, dass du das Kind dann doch austragen solltest? Unter Druck nicht richtig. Er hat mir immer wieder Schuldgefühle gemacht. Wie hat er das gemacht? Er hat mich beleidigt. Was hat er gesagt? Kindesmörderin oder... Kindesmörderin? Kindesmörderin oder... Ach, solche Geschichten halt alles. Der hat alles aufgewirbelt von früher. Dass ich das mit meiner Tochter durchziehen konnte und mit seinem Kind halt nicht. Wenn man so einen Satz oder so ein Wort an den Kopf geschleudert bekommt, das ist ja nun starker Tobak, Kindesmörderin. Ja. Steckt man das so leicht weg? Nee, das ist nicht. Ist ja nicht so, dass ich da nicht drüber nachdenke. Mhm. Aber es war die richtige Entscheidung, weil sonst würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin. Mhm. Ich mag schon, dass du da ganz eindeutig deine Entscheidung dann so durchgezogen hast. Richtig. Du hast heute keinen Kontakt mehr zu dem Mann, der das zu dir gesagt hat. Wie soll ich das sagen, sporadisch. Mhm. Also ich habe versucht, nach der Trennung mit ihm freundschaftlich noch klarzukommen, weil halt so viel passiert ist. Ja. Aber das hat nicht geklappt. Er hat immer wieder davon angefangen und auch mich damit ständig in Kontakt gebracht, egal in welcher Hinsicht, hat Kinder irgendwie gezeigt oder irgendwelche Föten oder sonst irgendwas im Internet oder er hat ständig versucht, mich damit in Kontakt zu bringen, dass ich richtige Schuldgefühle kriege. Mhm. Und die habe ich aber nicht gekriegt. Ja. Weil ich weiß, dass es für mich richtig war und für meine Tochter richtig war, um ein gutes Leben zu haben später. Ja. Okay, das will ich jetzt weiter nicht kommentieren. Das ist deine ganz klare Entscheidung und das Thema heißt ja auch so, diese Entscheidung werde ich nie bereuen. Und das war ja schon eine große und gravierende Entscheidung. Ja, und im Prinzip ist es natürlich sehr gut, wenn du diese Haltung so hast. Ich habe schon mit so vielen Frauen gesprochen, die
geplagt und gepeinigt werden von Schuldgefühlen, dass sie abgetrieben haben. Nee. Wenn das jetzt bei dir so ist, dann ist das für dich und dein Leben sicherlich in Ordnung. Und du hast ja noch Pläne und du sagst ja, du möchtest auch noch mal ein Kind haben. Richtig. Irgendwann, wenn der richtige Mann kommt, ja, kriege ich auch noch ein Kind. Was ist beruflich dein Plan? Beruflich, ich habe jetzt eine Ausbildung bekommen. Als was? Als Lebensmittelfachverkäuferin, ja, in speziell Bäckerei. Ja. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß, auch in dem Betrieb an sich. Und da soll es dann auch erstmal so weitergehen? Genau, dann soll das erstmal so weitergehen, dass ich später in ein paar Jahren eventuell, wenn das so klappt, eine eigene Filiale vielleicht kriege. Genau. alles Karriere und Kind, Familie, alles unter einen Hut kriege. Also so ist das schon eigentlich immer mein Ziel gewesen. Ja. Immer selbstständig später irgendwas zu machen. Von daher war das die beste Chance, gerade in diesen Betrieb einzusteigen, weil der das auch fördert. Mhm. Und deswegen, das ging einfach nicht anders. So. Liebe Katrin, ich danke dir für deinen Anruf. Kriege ich denn noch ein Autogramm? Sehr gerne, dann musst du, dann rufen wir dich nochmal an und dann sagst du die Adresse meiner meinen Mitarbeitern. Ja. Vielen Dank für den Anruf und vielen Dank auch für deinen Mut, das so zu sagen, weil das ist ja schon auch nicht so gesellschaftskonform oder politisch auch nicht so korrekt, das so heutzutage so zu sagen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als der Paragraph 218, der ehemalige Abtreibungsparagraph, kippte, waren die Frauen fast schon stolz darauf, wenn sie mal abgetrieben hatten. Ich überspitze das jetzt mal so. Heute ist es ja in der Regel anders, dass man da schon sehr vorsichtig, wie ich finde, auch zu Recht sehr bedenklich an dieses Thema geht. Aber dass natürlich eine Frau das Recht haben sollte, so zu entscheiden, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ja, genau, finde ich auch. Alles Gute wünsche ich. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Danke sehr. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden mit Sabrina, 23, und Murat, 28. Ihr beiden, guten Morgen. Hallo. Da habe ich erstmal die Sabine. Ja. Ne, Sabrina, ne? So ist der Name. Genau, ja. Hi. Sabrina, schön, dass du da bist. Dann reden wir beide erstmal zusammen. Genau. Und dann können wir vielleicht Murat dann noch irgendwie mit einbauen. Ja. Ja? Ja, welche Entscheidung bereust du oder bereut ihr überhaupt nicht? Ja, also erstmal, das hört sich jetzt krass an, habe ich den in den Knast gebracht quasi. Dann den Murat? Ja. Ist das dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Dein Freund und Partner, also ihr seid zusammen? Ja, wieder. Wieder? Natürlich eine Zeit lang getrennt. Du hast ihn in den Knast gebracht? Ja. Wie? Wie kam es dazu? Ja, also ich muss dazu halt erstmal ein bisschen ausholen. Und zwar sind wir 2002 zusammengekommen und sind dann draufgekommen. Also wir waren auf Heroin. Ach so. Mhm. Ja, und 2004... Also waren wir dann, haben unsere Eltern uns quasi auseinandergebracht und ich wurde dann mit einer Überdosis in meinem Zimmer, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, in meinem Zimmer aufgefunden. Mhm. Ja, und wenn der Krankenwagen gerufen wird bei Drogensachen, wird automatisch die Polizei auch verständigt. Mhm. Ja, und dann musste ich halt eben danach, als ich dann aus der Entgiftung kam, musste ich dann eine Aussage machen, weil die hatten ja auch mein Zimmer durchsucht. Mhm. Und dann haben mich meine Eltern und die Drogenberatung und alle, die haben mich dann so belabert von allen Dingen. Ja, du musst alles aussagen, du musst ein Lebensgeständnis machen, sonst bist du erpressbar und sonst dies und sonst das. Und mein Kopf war eigentlich sowieso noch nicht frei. Und dann bin ich dann halt einfach dahin und habe dann halt einfach alles gesagt. Also auch, dass wir halt nach Holland gefahren sind und wir haben uns ja immer, halt Beschaffungskriminalität, ne? Wir sind immer nach Holland gefahren, haben uns dann 10 Gramm oder mehr mitgeholt. Ja, und dann? Und haben das halt dann... Beschaffungskriminalität, das heißt, was habt ihr gemacht? Bitte? Du sagst Beschaffungskriminalität, was habt ihr gemacht? Ja, wir sind nach Holland gefahren, ja, haben gekauft, ja, haben das mit rübergebracht und haben das dann wieder verkauft. Ach so, als Dealer quasi gearbeitet. Ja, gut, aber wir haben, man hat ja dann sonst Geldnot und damit, wir wollten halt nicht irgendwie, wir hatten keine Möglichkeit irgendwie zu klauen oder irgendwas, natürlich wollten wir auch nicht. Das war halt der einzige Weg. Okay. So, und das hast du dann der Polizei ausgesagt, dass ihr beiden das so gehandhabt habt? Genau. Ja. Und daraufhin ist dann Murat in den Knast gekommen? Genau, richtig. Wie lange? Der war fast 4 Jahre jetzt. 4 Jahre? Mhm. Fast. 4 Jahre, das ist ja, ja doch, eine Weile ist er jetzt schon wieder draußen, aber so lange auch noch nicht. Ja, der war
Bitte? Ja, der war, nee, Quatsch, das, ja doch, sind ja jetzt fast 4, 3,5 oder wie viel? Ja. Ne? Welche Entscheidung bereust du denn nicht? Bereust du es nicht, das gesagt zu haben? Weil das hat uns aus dem Drogensumpf quasi rausgebracht. Ach so, also heute bist du froh, dass du ausgepackt hast? Genau. Obwohl du deinen Freund dadurch in den Knast gebracht hast? Genau, weil er hat mir jetzt auch wieder verziehen, ne? Ja. Ich meine, 4 Jahre Knast ist ja auch eine verdammt lange Zeit. Ja, das ist schon heftig. Wart ihr denn, wie ich es gerade verstanden habe, wart ihr doch, bevor er in den Knast gekommen ist, auseinander, weil man euch auseinandergetrieben hatte? Genau, unsere Eltern. Also, aber das war ganz kurz vorher. Wir waren noch nicht wirklich lange auseinander. Ach so, und dann seid ihr quasi, während Murat im Gefängnis war, seid ihr wieder zueinander gekommen? Genau, aber erstmal war eine ganze Zeit lang natürlich Funkstille. Er hat ja natürlich erstmal einen Hass auf mich gehabt. Also erstmal. Das glaube ich. War gerade mal 2 Jahre oder. Ach, 2 Jahre. Das könnte er vielleicht mir selbst mal eben erzählen, Sabrina. Du, wir reden gleich weiter. Gib mir doch mal netterweise Murat. Ja, gut. Ja, hi, Sonja. Ja, hallo Murat. Schön, dass du da bist. Ja. Also, soweit die Geschichte. Deine Freundin hat ausgepackt und du bist in den Knast gewandert. 4 Jahre. Genau. Wie war deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass sie alles erzählt hat? Ja, ich war schockiert natürlich. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht sein kann. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Das ist sie nicht. Das ist nicht die Sabrina. Mhm. Ich habe im ersten Augenblick gedacht, das waren wahrscheinlich die Eltern. Oder. Ja. Gab es denn dann auch eine Gerichtsverhandlung, wo sie quasi in deiner Anwesenheit auch gegen dich ausgesagt hat? Nein, weil ich habe alles zugegeben. Ach, du hast alles zugegeben gleich? Genau. Ja. Eine Anwältin mir geraten, also. Ja. Wie lange hat das denn bei dir dann gedauert? Sabrina hat gerade so eine Zahl von 2 Jahren gesagt, ich glaube so ungefähr. Bis du auch bereit warst, mit ihr irgendwie wieder in Kontakt zu treten? Ja, sie hat mir öfter geschrieben. Ja? Also die ganze Zeit eigentlich über. Hast du denn die ersten Briefe überhaupt beantwortet? Nein, gar nicht. Ich habe sie gar nicht beachtet. Weil du so sauer warst? Ja, genau. Wie lange warst du im Knast, als du den ersten Brief dann doch beantwortet hast? Ja, nach 2,5 Jahren ungefähr. Wie kam das? Erklär mal, wie kam der Sinneswandel dann? Ja, ich weiß auch nicht. Also, sie hat, wir haben uns gesehen. Ja, wir haben uns gesehen. Auf einer anderen Gerichtsverhandlung. Von einem ganz anderen. Also, von einem ganz anderen Fall. Da wart ihr Zeugen, oder was? Ja, also, ich bin mit Handschellen dahin, mit 2 Beamten. Und sie war im Warteraum. Und aus Versehen haben sie mich auch in denselben Warteraum gesteckt. Ach so. Dann habe ich die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu reden. Ach, das wäre verrückt. Das war also ein Justizzufall, ja, genau. Dass ihr da zusammenkamt und konntet dann auch so quasi direkt miteinander sprechen. Ja, genau. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie einen kleinen Jungen hat. Also, der hat eine andere Beziehung da angefangen. Ach so, während du im Knast saß, hatte sie eine andere Beziehung und war gleich schwanger geworden. Ja, genau. Ach so. Genau. Aber sie war halt mit dem nicht lange zusammen und. Sie hatten halt erzählt, dass sie clean ist und ein neues Leben angefangen hat, eine Ausbildung angefangen hat und dann so kam es, dann haben wir uns halt öfter geschrieben. Ja. Und kam dann so bei dir allmählich so die Einsicht, eigentlich war das sogar gut, was sie gemacht hat? Genau. Ja, wer weiß, was da passiert wäre. Mhm. So, und heute, du ist alles Vergangenheit, die Knastzeit ist rum, sagst du ganz eindeutig heute auch, das war genau richtig, was Sabrina gemacht hat? Ja. Das kann man genauso sagen. Das kann man so sagen. Ja, genau. Und ihr beiden seid heute wieder ein Paar. Genau, was ist die Liebe jetzt? Bitte? Ja, wir lieben uns und das ist die Hauptsache. Und da ist aber ein kleines Kind auch noch dabei, was wiederum nicht von dir ist. Nee, aber das ist ja nicht schlimm. Nee, natürlich, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ihr kommt alle gut miteinander klar, ihr drei? Ja, wir drei, aber nicht unsere Familien. Also. Ach, da ist immer noch Zoff. Ja, klar. Warum? Ich meine, ihr habt euch jetzt einen guten Weg eingeschlagen. Ja, meine Eltern können das niemals verstehen. Meine Mutter würde zum Beispiel sagen, ja gut, du verzeihst ihr, aber was ist, ich habe ja auch gelitten, sagt sie. Also, ach so, deine Eltern haben noch den Hals auf Sabrina. Genau. Ach so, verstehe. Ja. Ist das so schlimm, dass du gar keinen Kontakt mehr richtig hast zu deinen Eltern, zu deiner Familie? Nee, eigentlich überhaupt keinen Kontakt. Überhaupt keinen Kontakt. Und die Familie von Sabrina, wie steht die zu der ganzen Sache? Ja, auch. Genauso wie meine Eltern. Auch, aber die müssten doch eigentlich stolz auf ihre Tochter sein, dass sie nur alles so gerade hingebogen hat.
Ja, sie sehen in mir so ein Monster. Ach so. Ja, ja. Wie lange bist du jetzt raus aus dem Knast? 2 Monate. Ach so, 2 Monate erst. Ja, ja. 2 Monate. Wie sind denn die Pläne? Was wirst du tun? Ja, die Pläne, sie wollen eigentlich hier komplett wegziehen. Ja. Also ganz woanders hin und ein neues Leben anfangen. Das ist ja schon mal gut, ja. Ja. Wie sieht das denn aus so in Sachen Schulabschluss, Ausbildung? Hast du irgendwas in der Tasche? Ja, im Moment nicht natürlich, ganz frisch, aber dieser Prima steckt in der Ausbildung. Ah ja. Wir suchen jetzt eine neue Stelle für sie, oder nicht eine neue Stelle, wo sie dann weiter machen kann, also dieselbe Ausbildung. Dann schauen wir mal. Verstehe. Und aber das Thema Drogen ist ein für alle Mal vom Tisch bei euch. Genau, ja. Das hört sich gut an. Ja. Dann wünsche ich dir, Murat, dass du wirklich Fuß fasst und dass ihr irgendwo eine gute Wohnung findet und vor allen Dingen, dass du einen Job findest. Dass du irgendwas arbeiten kannst oder gar lernen kannst. Ja. Gib mir doch nochmal bitte die Sabrina. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja. Tschüss. Da bin ich wieder. Also Sabrina, das hört sich ja mit den Eltern nicht so doll an. Nee, das ist auch ziemlich schwer für mich, weil... Warum sind denn deine Eltern jetzt auch noch so gegen dich und gegen euch? Ja, also die denken ja natürlich, dass Murat schuld ist. Achso, dass er dich da reingeritten hat letztendlich. Genau. Das, und die haben ja auch eine ziemlich heftige Zeit durchgemacht zu der Zeit. Und die glauben euch nicht, oder glauben dir nicht, dass ihr es jetzt wirklich ernst meint und dass ihr ein richtig normales, gutes Leben anfangen wollt? Nee, das glauben die uns nicht. Die sagen, dass wir wieder draufkommen, und die denken auch, er würde mich jetzt nur ausnutzen, weil er jetzt gerade aus dem Knast ist und ich eine Wohnung habe und alles. Na gut, er ist mal gerade erst 2 Monate. Da kann man das ja alles noch verstehen, dass er erst bei dir wohnt. So schnell geht das ja nicht. Ja, klar, aber ja, eben deshalb. Genau. Ich sehe das halt absolut nicht. Und meine Mutter ist sogar so krass, also wenn mein Sohn, der versteht sich super mit Murat, ne? Der, also der ist total verliebt in den quasi, ja. Und ich bin auch total glücklich darüber, dass das so ist. Das glaube ich, das ist ja die wichtige Voraussetzung, dass die beiden sich verstehen. Eben, das ist ja auch nicht immer so. Nee. Vor allen Dingen ist es ja auch für einen Mann schwer, wenn das nicht das eigene genau. Ist. Ja? Du bist, ich habe gerade Murat auch gefragt, ich frage es dich auch nochmal, du bist so für deine Person auch absolut klar, dass es nie wieder Drogen geben wird in deinem Leben? Absolut, absolut. Ja. Ja. Das ist gut. Ich meine, du hast ja jetzt schon genug miterlebt, wie tief einen das runterziehen kann. Und du hast Verantwortung für dein Kind zu tragen. Genau, genau. Ja. Jetzt geht es nicht nur um mich. Ne? Genau, jetzt genau. Anderes. Mensch, Sabrina, dann wünsche ich euch beiden wirklich, das ist eine harte Zeit jetzt wahrscheinlich, bis Murat auch so Fuß gefasst hat. Aber ich wünsche euch, dass ihr irgendwo richtig auf die Beine kommt und dass ihr euer Leben, so wie ihr es wollt und in eurer kleinen Familie, gut durchziehen werdet. Ich wünsche es euch wirklich von Herzen. Auch, du denkst auch, dass es eine gute Idee ist, von hier wegzugehen. Ja, wenn das verbunden ist mit zu viel Druck und Nervereien und Spannung, dann ist es sicherlich gut, irgendwo einen Neuanfang zu schaffen. Klar, wenn du auch noch, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig für dich, die Stelle zu wechseln, ne? Ja, gut, aber wir merken halt durch den ganzen Druck, dass wir nicht weiterkommen. Okay, dann geht weg. Dann geht weg und macht irgendwo neu anfangen. Ich glaube, das ist die beste und sauberste Lösung dann auch. Ja, gell. Ja. Das haben wir uns auch überlegt, genau. Es ist zwar hart, auch für den Kleinen, weil er sehr an Opa und Oma und allen hängt, aber ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt eine Familie sind, hat er genug halt von uns. Ja. So, ich wünsche euch beiden nochmals viel Glück und alles Gute. Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen euch auch nochmal an wegen der Anschrift, Sabrina. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Unser Thema heute Nacht heißt, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Ich möchte gerne mit euch über große Entscheidungen, vielleicht Lebensentscheidungen, aber einfach große Entscheidungen sprechen, die vielleicht auch nicht so einfach waren für euch zu treffen. Aber ihr habt sie getroffen. Und ihr sagt auch im Nachhinein, das war genau richtig. Wenn auch viele, viele Leute gesagt haben, das kannst du nicht tun. Ihr habt es getan und ihr sagt, es war gut. 0800 220 50 50. Marianne ist hier. Marianne ist 60. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen. Hallo, Marianne. Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Zu unserem Thema große Entscheidungen. Ja, bei mir sind es 2 Entscheidungen. Zum einen habe ich mich von meinem Mann getrennt nach über 16 Jahren Ehe. Mhm. Wann war das? Das war 2003. Ja. Und zum anderen habe ich eine Entscheidung getroffen, die den sexuellen Bereich antritt. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich in den SM-Bereich Ambitionen habe. Mhm. Und habe also, ich bin ja jetzt in Rente, habe also im hohen Alter, wenn man so will, dieses Leben noch begonnen.
Das ist ja schrill. Ja. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal drauf gestoßen bist? Ja, also als ich das erste Mal so festgestellt habe, überhaupt, dass ich diese Neigung habe, das war so zwischen 40 und meinem 50. Lebensjahr. Mhm. Ich habe so andere Sendungen schon mal gesehen und jedes Mal, wenn dieses Thema kam, das hat mich also sehr angesprochen. Mhm. Und dann habe ich einmal einfach entschieden, ich will dieses Leben jetzt einfach leben. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich mich, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt hatte, kurz danach ja einen jungen Mann kennengelernt habe, wesentlich jünger als ich. Wie alt war er? Ich sage jetzt mal, er war 15 Jahre jünger als ich. Und wir passten ganz genau zusammen. Mhm. Und wir haben uns eigentlich übers Internet kennengelernt. Da war es eigentlich nur das Thema SM. Ach so. Das heißt, du warst ja schon also internetmäßig aktiv und hast dich auch in den entsprechenden Räumen rumgetrieben. Ja. Habe mich also dafür interessiert. Habe dann natürlich auch lernen müssen bei diesen E-Mail-Kontakten, dass da also ganz viel unterschiedliche Varianten in dem SM-Bereich sind. Absolut, ja. Ein Kosmos ist das. Bitte? Ein Kosmos ist das. Ja, kann man wirklich sagen. Ja. Da bin ich also zum Teil auch erschrocken, weil ich natürlich das Ausmaß gar nicht kannte. Mhm. Eben die Dinge, die lernt man eben. Ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht. Was war denn deine erste SM-Erfahrung, die du dann gemacht hast? Die war eigentlich sehr schlimm, weil der erste Mann, den ich da erlebt habe, der war wirklich, ich nenne jetzt das Wort, brutal. Das war aber nicht der, den du im Internet kennst? Nein, das nicht. Nein. Und dann habe ich, wie gesagt, ihn kennengelernt und es hat noch eine Weile gedauert, ich sag mal so einen ganzen Monat, bis wir uns dann tatsächlich gesehen haben und auch treffen konnten. Aber in diesem Monat haben wir schon sehr viel uns ausgetauscht. Gerade die SM-Szene ist ja so wichtig, dass man sich da austauscht. Mhm, unbedingt, ja. Und und dann, als ich meine eigene Wohnung hatte, dann planten wir auch, was können wir in der Wohnung machen, weil da gehören ja auch ein paar Dinge dazu. Ja, und dann haben wir dieses Leben gelebt und es war einfach nur zauberhaft. Das heißt, so man kann sagen, ungefähr mit Mitte 50 hast du es so richtig real entdeckt. Ja, ganz genau. Ist ja schon irre, ne? Ja, das ist irre. Das ist eine tolle Sache, finde ich super. Also ich sag einfach mal, es ist eine Bereicherung der Sexualität. Die du dir früher in deiner Ehe hast nie vorstellen können. Nein, das heißt, es gab in der Ehe schon Sexualität? In der Ehe gab es überhaupt keine Sexualität. Es gab gar keine Sexualität? Nein. Wie, die ganzen 16 Jahre nicht? Ja, so ungefähr. Am Anfang war natürlich was, aber das hat nur so lange gehalten. Ich sag mal so, er hat sich so lange bemüht, bis er mich hatte. Mhm. Und das war's dann. Und dann war's das. War er dir treu? Ja, das war für ihn nicht schwierig, weil er ist wahrscheinlich asexuell. Und warst du ihm in all diesen Jahren treu? Ja. Was hast du in all diesen Jahren mit deiner Sexualität getan? Naja, ich sage immer, ich habe 10 Finger. Ja. Immerhin. Es ist schon mal gut, dass es so gelaufen ist. Ich sage mal so, ich konnte das nicht. Ich bin kein Typ, der so nebenausgeht. Das ist nicht meine Welt. Ich muss es ja also, auch nicht. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die erste große Entscheidung war dann im Jahre 2003, dass du nach 16-jähriger Ehe die Ehe verlassen hast. Richtig. Ging das einfach? Hat er sich leicht verlassen lassen oder war es Kämpfe? Nein. Ich sage mal so, es war schon ein gewisser Kampf. Nur das Problem ist, wir Menschen sind ja doch so, dass wir uns nicht wirklich ändern können. Das wissen wir ja, es sei denn, wir erkennen etwas und wollen uns ändern. Ja. Also es macht ja gar keinen Sinn, dem anderen vorzuhalten. Das tust du im Laufe einer Beziehung ja sowieso immer. Du sagst ja Dinge. Ich bringe das Beispiel immer mit dem Klodeckel. Bitte mach doch den Klodeckel zu. Mhm. Aber wenn es doch nicht passiert, das nutzt nichts. Das sind nur Ärger und Streit. Also das muss man lassen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, und jetzt ist Schluss, dann hat er mit noch ein paar Mitteln gekämpft. Naja, ich sag mal, das war so ein Versuch, er hätte jetzt eine schwere Erkrankung und ich müsste bei ihm bleiben, was nicht der Fall war. Und aber wir konnten uns dann mit Hilfe auch von Freunden, die uns unterstützt haben, konnten uns dann schon sehr friedlich trennen. Das ist schon mal sehr gut. Sind aus dieser Ehe Kinder entstanden? Nein. Das ist dann auch schon mal gut. Dann kann man einen klaren Schlussstrich ziehen. Ja, ganz so, genau. Jetzt heute bist du 60 Jahre alt. Lebst du das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du diese SM-Neigung, die du entdeckt hast mit Mitte 50, jetzt auch wirklich auslebst? Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dieser junge Mann,
mit dem ich also 4 Jahre zusammen war, der ist im Oktober letzten Jahres gestorben. Mhm. An einem Unfall. Und ja, ich sag mal, es ist jetzt gerade ein halbes Jahr her. Ich kann im Augenblick noch mich nicht öffnen für eine neue Beziehung. Das verstehe. War das eine richtige Beziehung? Eine Liebesbeziehung oder, ja, oder so eine eher sehr... Sie begann eigentlich auf der Basis von Sex, mhm, von SM, hat sich aber dann zu etwas traumhaft Schönem entwickelt. Also mhm, es war einfach nur schön. Wir haben nie streiten brauchen, wir haben Diskussionen geführt, wenn mhm, was war, aber wir haben nie gestritten. Aber was, Marianne, was auch... Jetzt ist ein ganz großes Unglück eingetreten. Ja. Aber vorweg, was für ein Glück du hattest, dass du diesen Menschen kennengelernt hast und dass du dann doch diese Jahre des Glücks mit ihm hast leben können. Ja, so sehe ich das auch. Ja, finde ich auch. So traurig, wie ich bin, dass es ihn nicht mehr gibt, es ist für mich auch manchmal unfassbar, dass es so ist. Mhm. Aber ich bin dankbar, dass ich diese Zeit leben durfte. Mhm. Ne? Das heißt, das verstehe ich, dass du natürlich jetzt im Moment natürlich nicht den Kopf frei hast für irgendwelche sexuellen Sachen. Nein, das geht gar nicht. Ich bin überhaupt nicht offen oder bereit. Mich wird mit Sicherheit niemand ansprechen, weil ich einfach gar keine Signale aussende. Mm. Es ist auch zu früh noch. Ich lebe so intensiv mit ihm noch. Und ich denke, Trauer braucht einfach seine Zeit. Unbedingt, unbedingt. Ja? Was war das für ein Unfall, durch den er ums Leben gekommen ist? Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, okay, weil ich akzeptiert ihn schützen möchte, mhm, weil nämlich seine Familie von seiner Ambition nichts wusste. Ich verstehe, damit er nicht erkennbar ist. Ganz genau. Absolut klar, absolut klar. Auf jeden Fall war es ein furchtbares Unglück und völlig unerwartet. Genau. Und ganz genau. Mhm. Und das tut halt weh. Aber ich bin so dankbar für die Zeit. Und es war, ich sage mal, er war der Deckel und ich war der Topf für ihn oder umgekehrt. Ne? Wenn man sowas Tolles erlebt hat und blickt dann zurück auf sein Leben, zum Beispiel auf deine 16 Jahre Ehe vorher, kommen dir manchmal die Gedanken, mein Gott, warum habe ich das überhaupt so lange bei dem ausgehalten? Nein. Nein. Das kommt deshalb nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass man im Leben Aufgaben hat. Und ich denke mal, diese Zeit war meine Lernaufgabe. Also ich kann da gar nicht negativ zurückdenken, sondern es war an der Zeit, dass ich mich getrennt habe. Das war auch in Ordnung so, aber ich bin sehr froh, dass ich habe natürlich die ganze Trauerarbeit, die ja eine Trennung auch ist, die habe ich natürlich alle während der Ehe schon vollzogen. Mhm. Und als ich dann wirklich gegangen bin, konnte ich das wirklich hinter mir lassen. Ich finde das eine sehr lebenskluge Einstellung, die du hast. Die besagt nämlich, dass du mit deinem Schicksal nicht haderst. Nein, tue ich nicht. Woraus resultieren diese Gedanken? Bist du philosophisch, religiös interessiert? Beschäftigst du dich mit asiatischen Kulturen? Oder? Nein, ich sag mal, ein Mix von vielen Dingen. Ich bin also, ich habe nichts mit der Kirche zu tun, aber ich bin gläubig, will ich es mal so formulieren. Mir ist einfach, ich nenne es mal, die 10 Gebote sind mir einfach wichtig. Ich bin auch überzeugt, dass ich beschützt werde auf eine gewisse Art und Weise. Und es macht auch den Menschen sehr unzufrieden, wenn er mit Dingen hadert, die unabänderlich sind. Wenn du so denkst, wie versuchst du denn, dieses Unglück für dich einzuordnen, dass dein Freund ums Leben gekommen ist? Das fällt mir sehr schwer. Ich bin allerdings jetzt wieder dazu übergegangen zu sagen, bei der Geburt steht die Todesstunde fest und deswegen, es war seine Todesstunde. Ich weiß nur, dass er bei diesem Unfall nicht leiden musste und das macht die ganze Sache dann auch noch positiv. Ja, das macht sie wirklich tröstlich. Da bin ich sehr froh drüber. Es ist natürlich so, das eine ist das Bewusstsein oder, wie soll ich das formulieren, die Tatsache, dass ich so denke, dass das offensichtlich seine Todesstunde war. Das andere ist einfach ich nenne es jetzt mal der Egoismus, ich hätte ihn doch gerne behalten. Aber ich weiß nur mal, es ist so und ich muss mir jetzt einfach die Zeit der Trauer geben. Es wird auch wieder anders werden, davon bin ich überzeugt. Aber er ist ganz nah bei mir und er wird mich auch nie wieder verlassen. Mich beeindruckt es sehr, was du sagst, Marianne. Mich beeindruckt es wirklich sehr.
Ach, du bist eine Gesprächspartnerin, mit der ich sehr gerne sehr viel länger reden würde. Sehr gerne reden würde. Das betrachte ich als Kompliment. Aber ich muss auch dazu sagen, ich höre deine Sendung auch sehr gerne. Dankeschön. Und ich kann das jetzt natürlich als Rentnerin gut genießen, weil in der Früh muss ich ja nicht unbedingt aufstehen. Was hast du denn früher beruflich gemacht? Ich war im Büro. Im Büro, ja. Genau. Ja. Liebe Marianne, ich danke dir für die offenen Worte und für deinen Anruf und wünsche dir viel Kraft für deine Trauer. Dankeschön. Und ich sage es nochmal, dass ich deine Grundlebenseinstellung, deine Grundhaltung sehr gut finde und sehr respektiere. Ja, danke. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, sowohl privat als auch in deiner Sendung. Sehr freundlich, vielen Dank. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Tschüss, Marianne. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser freien, kostenfreien Telefonnummer zu unserem Thema Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Jetzt bin ich gespannt, über welche Entscheidung mir Diana erzählen wird. 45 Jahre alt. Guten Morgen, Diana. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich nach 6 Jahren mal wieder durchkomme zu dir. Ach, haben wir vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gesprochen? Ja, 2002. Oh, das ist lange her. Das ist lange her. Aber ja, heute rufst du zu diesem Thema an. Diese Entscheidung bereue ich nicht. Ja, das war ja damals die Entscheidung vom Mann zur Frau. Ich habe es mir fast gerade gedacht von der Stimme, dass da vielleicht eine transsexuelle Identität hintersteckt. Richtig. Und damals hatte ich davon berichtet, dass unsere Familie immer noch besteht und die besteht auch heute noch. Wir sind noch, meine Frau und ich sind zwar geschieden. Mhm. Aber um die familiären Belange kümmern wir uns immer noch gemeinsam. Also, wir reden über die große Entscheidung, dass du dich, also du sagst es vielleicht selbst, welche Entscheidung bereust du überhaupt nicht? Na, dass ich jetzt eine Frau bin. Dass du dich dazu entschieden hast zu sagen, ich bin eine Frau. Ja. Obwohl ich als Mann... Jetzt mit allem drum und dran, also jetzt mit angeglichenem Geschlecht und Personenstandsänderung, also bin ich auch vom Gesetz weiblich und darf heiraten. Ja. Und du lebst jetzt mit deiner ehemaligen Ehefrau noch zusammen? Nein, nee. Damals schon waren wir getrennt gewesen. Ja. Wir hatten uns ja im August 2002 getrennt und im September, Oktober kam ich zu dir durch damals. Mhm. Und ist ja auch schon sehr lange her, das kann man ja auch ein bisschen durcheinander bringen, 2002. Lass uns mal einfach über die heutige Zeit sprechen. Bist du Single oder hast du eine Beziehung? Nee, ich bin noch alleine. Du bist alleine? Ja. Und wie lange lebst du jetzt schon auch quasi im Körper einer Frau? Das heißt, wann gab es diesen operativen Eingriff? Am 9. Mai 2006 gab es diesen Eingriff. Bist du jetzt so, wenn du nackig vorm Spiegel stehst, bist du mit dir als Frau, mit deinem weiblichen Körper rundherum zufrieden? Nee, ich bin zu dick. Du bist zu dick? Ja gut, das Problem haben ja nur viele Leute. Das hat ja mit Transsexualität nichts zu tun. Das ist richtig. Nee, klar bin ich zufrieden. Also das Einzige, was mich stört, ist eben halt mein Bartwuchs noch. Also da bin ich noch nicht durchgekommen. Ich hatte dann mal zwar die Epilation beantragt, die wurde aber abgelehnt von der Krankenkasse damals. Ja. Und ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Kann man dauerhaft die Wurzeln des Bartes zerstören? Fast ja. Fast ja. Mhm. Also mit irgendwelchen, weiß ich jetzt, mit was macht man das? Und dann macht man entweder mit Laserlicht oder eben mit einer heißen Nadel. Ah ja, klingt aber alles sehr schmerzhaft. Es ist auch ein bisschen schmerzhaft. Ja, aber das ist bei dir noch nicht geschehen. Das heißt, du musst dich jeden Tag oder jeden zweiten Tag rasieren. Ja, ist so. Ja? Ja, gefällt mir zwar nicht mehr, aber was soll's. Ja, bist du, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, ach, das ist wirklich eine sehr, sehr feminin aussehende Person? Oder würde ich das schon erkennen, dass du auch mal ein anderes Leben geführt hast? Also wenn ich mich zurechtmache, wahrscheinlich würdest du es nicht erkennen. Ja, ja. Erzähl nochmal aus deiner Vergangenheit. Hast du Kinder? Ja. Ja. Wie alt sind die Kinder heute? Die Stieftochter ist 20. Mhm. Melanie ist jetzt, die wird 19. Das ist deine Tochter? Melanie ist meine Tochter, ja. Maria ist auch meine Tochter, die wird 17 Jahre im Juli und Juliette wird 16. Oh, da gibt es also vier junge Damen. Ja. Ja. Wie stehen die zu dir und deinem verwandelten Leben? Immer noch wie damals, also. Wie standen sie denn damals dazu? Naja, also wir sind eine Familie und ab und zu mal kommen sie rüber, sind bei mir zu Besuch, beziehungsweise ich bin öfter bei meiner Frau, also
bei meiner Familie drüben zu Besuch. Wir wohnen hier 3 Minuten voneinander entfernt. Ach so, wie praktisch. Ja. Und das ist voll, das ist völlig akzeptiert alles. Das war mir auch wichtig gewesen, ja. Dass wir so, also von der räumlichen Nähe her auch eben halt. Aber damals, als du es hast, als das Thema aufkam, das ist jetzt wie viele Jahre her? Als ich unruhig geworden bin, das war im Sommer 2001. Ja, so. Und als es dann, ich sag mal, passierte, als du dich dann immer mehr zur Frau hin entwickelt hast, da waren ja einige von den Mädels noch relativ jung. War es nicht ein Schock für die Kinder? Es war schon nicht leicht. Also bei Juliette weiß ich, also bei der Jüngsten, da gab es damals Einwände von wegen, wenn du bei mir zur Schule kommst, dann darfst du da nicht im Rock und nicht im Kleid hinkommen. Ah ja. Und aber von den anderen, nee, also von den anderen dreien war das okay gewesen. Ist ja so toll. Ist ja eigentlich eine tolle Zeit, in der wir leben, dass so etwas doch oftmals schon sehr unkompliziert möglich ist zu realisieren. Das wäre ja vor vielen, vielen Jahrzehnten undenkbar gewesen. Ja, das ist richtig. Wie sprechen die Mädels sich an? Sagen die Mama zu dir oder sagen die noch Papa? Nein, also meine Kinder sagen Papa und die Stieftochter nennt mich mit dem Vornamen eben halt. Achso, deine Kinder sagen trotz allem noch Papa zu dir? Jo. Ist dir das recht? Na, ich bin doch ihr Vater. Ja gut, aber jetzt bist du ja auch kein Mann mehr. Ja, nee, trotzdem bin ich ihr Vater. Stimmt, ja. Kein Mann mehr bin. Naja, hätte ja sein können, dass du sagst, nee, ich mag das nicht mehr, die sollen jetzt auch die Indianer zu mir sagen oder weiß ich was. Nein. Nee, kein Problem. Ich bin und bleib der Vater, das ist klar. Und das Verhältnis zu deiner ehemaligen Frau ist auch gut? Das ist richtig herzlich, also. Ja. Damals war das natürlich sehr, sehr angespannt gewesen. Mhm. Ich habe ihr, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihr von vornherein gesagt, dass ich gerne Frauensachen anziehe. Ach so, offen bist du gleich am Anfang mit da umgegangen. Ja, ja. Aber ich hatte immer Probleme mit dem Begriff Transvestit, also ein Mann, der nur gerne Frauensachen anzieht. Also irgendwie habe ich da immer Bauchschmerzen gehabt. Ich konnte aber überhaupt nicht sagen, wieso, weshalb. Und das hat sich erst, wie gesagt, 2001 herauskristallisiert. Wie lange wart ihr zusammen gewesen, deine Frau und du? Geheiratet haben wir 92, kennengelernt haben wir uns 88. Naja, wir waren schon eine ganz, ganz schön lange Zeit. Ja. Aber während dieser Zeit hast du da auch so Frauensachen angezogen in der Ehe und auch vor deiner Frau? Ja. Das schon? Ach so. Auch vor meinen Kindern. Ach so. Zu Hause. Und das hat deine Frau dann auch nicht weiter gestört oder gar abgestoßen oder so? Nee. Nee, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Also bin ja damit offen umgegangen. Was hast du früher als Mann beruflich gemacht? Bautischler. Und war viel auf dem Bau, also Bauhilfe. Das ist ja nun eine ganz harte Männerwelt. Haben die anderen, die Kollegen da irgendwas von mitbekommen? Nein. Nee. Nein, nie. Ich gehe mal davon aus, dass du heute nicht Bautischlerin bist. Oder nee, doch? Nee, heute bin ich sozusagen Gartenbauhelferin irgendwie jetzt hier in einer ABM-Stelle auf dem Friedhof. Ach so, ja. Wie war es denn so in der restlichen Familie, so Verwandten, Eltern, sofern sie noch gelebt haben, wie haben die das Ganze aufgefasst und wie sind die damit umgegangen? Also meine Mutter und mein Vater sind im gleichen Jahr gestorben, lange, lange davor, also sind schon seit 1993 tot. Ach so. Und Schwiegereltern, ja. Ja, ein Schock war schon ein bisschen, vielleicht schon, ne? Ja, die mussten jemals damit leben. Ja, ja. So, aber heute bist du solo, sagst du? Ja. Und das ist nicht so ein erstrebenswerter Zustand, das heißt, du suchst schon eine Partnerschaft? Wenn es sich ergibt, dann bin ich dem garantiert nicht abgeneigt. Also. Stehst du denn auf Frauen oder stehst du auf Männer? Nee, ich konnte schon mit meiner Frau damals nicht und ich kann auch heute mit Frauen nicht. Ach so, also du stehst auf Männer? Ja. Du bist jetzt heterosexuell, sozusagen? Ja, ich war früher heterosexuell, ich bin es auch heute noch. Ja, früher war es ein bisschen komplizierter zu erklären, aber jetzt ist es ja ganz klar. Welche Erfahrung machst du, wenn du Typen kennenlernst und denen dann irgendwann erzählst, so, das ist meine Vergangenheit? Schrecken die da zurück? Nee, also bis jetzt bei den Bekanntschaften, die ich bis jetzt gemacht habe, jetzt hier ist da überhaupt nicht nachgefragt worden. Ach so. Und du hast es auch nicht erzählt? Und jetzt aufgrund der Stimme, dann sage ich auch, naja, ich habe nun mal diese Stimme, ich kann da auch nicht dafür. Ja gut, es gibt ja auch viele Frauen, die eine herbere Stimme haben, das ist ja... Ach so, du hast es noch gar nicht so richtig dann direkt erzählt. Nee, ich meine, dass sie hier auf Arbeit, wenn danach gefragt worden ist, jetzt hier von den Leuten dort, dann natürlich, ja, aber ansonsten...
Hast du denn seit deiner Geschlechtsumwandlung, seit dieser Operation, hast du seitdem schon einmal Sex mit einem Mann gehabt? Nein. Nee. Ich habe auch bisher nur Sex mit meiner Frau gehabt. Also das war mein erster Kontakt und mein einziger. Und genauso soll das auch in meinem weiteren Leben sein. Dass ich, wenn ich jemanden gefunden habe, dass ich dann eben halt mit diesem Mann, mit dem ich durchs Leben gehe, Sex habe. Ach so, verstehe. Ja, klar. Natürlich. Aber das ist doch, das stelle ich mir aber sehr aufregend vor, wenn man schon so einen großen operativen Eingriff hinter sich hat und alles ist anders und dann das erste Mal Sex erlebt mit einem Mann, den man liebt. Hast du da nicht ein bisschen Lampenfieber vor? Nee, das nicht. Aber ich meine, man kauft sich ja ein paar Teile und probiert aus und so weiter und so fort. Ne? Und vorher habe ich auch viel Selbstbefriedigung gemacht und jetzt bleibt es eben halt dabei. Ist denn das bei der Selbstbefriedigung jetzt nach dieser Operation so, dass du einen durchaus zu früher vergleichbaren Orgasmus hast? Es ist wesentlich schwerer geworden. Also das muss man da sagen. Hängt auch damit zusammen, dass bei der OP natürlich auch noch ganz viele Nervenzellen flöten gehen. Und der Mann hat eh schon weniger als die Frau und ist dementsprechend nicht ganz so gefühlsintensiv. Aber dass das funktionsfähig ist, das finde ich genial. Also das ist richtig toll. Das heißt, die Eichel ist erhalten geblieben? Das ist, ein Teil der Eichel ist jetzt der Kitzler. Ja. Und was ich super bemerkenswert finde, ist, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich angefangen zu schreiben. Schreibt Gedichte, habe mittlerweile 20 Lieder gemacht und da ist ganz viel hervorgekommen. Was für Lieder? Trägst du die selbst auch irgendwie vor Publikum vor oder wie? Ja, gelegentlich hier ein Kaffeeimpuls hier in Berlin, hier in Pankow. Ah ja. Da bringe ich die schon mal. Das ist ja toll. Also da ist so eine künstlerische Ader, ist da wach gestoßen worden quasi durch die Entscheidung. Ja. Das Einzige, was eben halt war, es gab eben innerhalb der Gemeinde eben ganz viele Zurückweisungen, auch Verletzungen damals jetzt hier und mittlerweile ist auch zerbrochen, diese Gemeinde. Was heißt Gemeinde? Innerhalb der einer kirchlichen Gemeinde? Ja. Ja? Ach so. Ich hatte das damals angerufen, um mal ein positives Beispiel zu setzen. Ne? Also jetzt, dass ich eben halt auch eine Frau jetzt bin, transsexuelle Frau eben halt jetzt hier, aber eben halt, wo mit der Familie noch in Ordnung ist und in der Gemeinde auch die Leute zu mir stehen und so jetzt hier, aber... Aber das ist vorbei. Das war eine evangelische Gemeinde, gehe ich mal von aus, in Berlin? Ja, war eine Freikirche. Eine Freikirche. Und die haben sich von dir alle verabschiedet jetzt? Nee. Viele nicht. Aber eben halt von der Leitung. Aber du bist auch nicht mehr in der Gemeinde aktiv? Geschlossen. Nee, ich hatte auch damals meine Hilfe angeboten dort. Ja. Die ist abgelehnt worden. Und daraufhin habe ich mich dann... an den generationsübergreifenden Freiwilligendienst gewandt jetzt hier, der von der Diakonie jetzt hier mit betreut wurde. Hab dann 9 Monate im Projekt mitgearbeitet, wo HIV-kranken und Hepatitis C-kranken Menschen geholfen wird. Also ein aktiver Mensch bist du, eine aktive Frau. Ja. Das finde ich ja schon mal toll. Ja, und jetzt, wie gesagt, bin ich in der ABM-Maßnahme. Ja. Als das beendet gewesen war damals bei der ZIG, waren das 14 Tage, dann seitdem bin ich in dieser ABM-Maßnahme. Ja. Also, Diana, ich finde es super, dass du nochmal mich angerufen hast nach so vielen Jahren. Und die Entwicklung ist ja im Grunde sehr positiv. Du machst ja einen guten Eindruck und vor allen Dingen, was natürlich das Entscheidendste ist, dass du sagst, diese Entscheidung war die richtige Entscheidung und die wichtigste Entscheidung wahrscheinlich deines Lebens, die du getroffen hast. Ja, auch wenn ich jetzt gerade eine Krise hinter mir habe. Also gut, hat man ja immer, aber letztendlich war es ein großer wichtiger Punkt in deiner Biografie. Richtig. Ich freue mich sehr und sage jetzt schöne Grüße nach Berlin und wünsche dir von Herzen alles Gute weiterhin und viel Erfolg vielleicht auch mit dem Schreiben oder mit dem Liedermachen, wie auch immer. Das bleibt nicht aus, das kommt alles, immer mehr. Alles Gute. Okay. Ciao. Tschüss. Hier ist Eva. Eva ist 27. Guten Morgen, Eva. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Eva. Welche Entscheidung bereust du auf keinen Fall? Also, welche Entscheidung ich auf gar keinen Fall bereue? Muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar bin ich seit 11 Jahren mit einer Frau zusammen. Und vor 3 Jahren haben wir, also beziehungsweise noch 2 Jahre zurück, also vor 5 Jahren haben wir beschlossen, ein Kind zu kriegen. Und der Kleine ist jetzt 3 Jahre alt. Ist ja eine gewisse Schwierigkeit, wenn 2 Mädels sagen, wir wollen jetzt schwanger werden. Geht ja noch nicht so ganz einfach. Wie ging es denn bei euch? Das ist also noch nicht so ganz einfach, aber wir hatten einen ganz guten Bekannten. Ah.
Ja, den wir dann mal irgendwann darauf vorbereitet haben, dass wir ein Kind kriegen möchten. Mhm. Vielmehr wussten wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, wer das Kind kriegen sollte, aber die Entscheidung ist dann irgendwie bei mir gelandet. Das heißt, du bist Mutter geworden? Genau, ich bin Mutter geworden. Wie ist denn dieses Kind dann gezeugt worden? Ja, auf ganz natürliche Art und Weise Sex gehabt. Ach, du hast dann mit diesem Bekannten, mit diesem Mann ganz normalen, klassischen Sex gehabt? Ganz genau. Man hätte es ja auch anders machen können, aber... Aber das wollte ich nicht. Also wir haben gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Bist du denn eine, würdest du von dir aus sagen, dass du also wirklich 100% oder 150% lesbisch bist? Oder gibt es da also eine kleine bisexuelle Ader in dir? Nee, gibt es also eigentlich nicht. Also gar nicht. Aber dennoch hast du es dann über dich ergehen lassen, oder wie? Ja, genau. War dann nicht so ganz toll für dich, oder? Nicht so wirklich, aber ich habe dabei nicht so wirklich was empfunden, also gar nichts und Deine Freundin halt einfach gehofft. Ja, ist es denn beim ersten Mal, beim einmaligen Mal schon passiert? Ja. Ja, was für ein Glück. Ihr hättet ja auch noch 10, 15 Mal es versuchen können müssen. Ja, hätte ich nicht gemacht. Also wir haben uns so ein, sage ich jetzt mal so dreimal, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so dreimal haben wir gesagt, würden wir es riskieren. Ja. Und dann hätte man was Neues überlegen müssen. Ja, genau. Dann hätten wir überlegen müssen, ob wir irgendwie künstliche Befruchtung oder sowas. Also du hattest das gut bedacht und hast den Tag gut ausgesucht, wo ihr dann miteinander geschlafen habt. Genau. Und das hat dann gleich auch funktioniert. War deine Freundin bei diesem Akt dabei? Nee, die war nicht dabei. Also da habe ich ihr gesagt, die soll mal besser... Das soll sie sich ersparen. Was? Wo ist sie hingegangen? Spazieren? Ja, die habe ich einkaufen geschickt. Wundere mich eigentlich, wenn ich eine lesbische Freundin wäre von einer Lesbe, wäre ich da gerne dabei, wenn unser Kind produziert wird. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich war sie sich doch ein bisschen unsicher, ob vielleicht nicht doch irgendwie 3% vielleicht da Spaß dran haben könnten oder so. Ach, ich verstehe. Das war, das heißt, für sie war es die beste Möglichkeit. Und war es für dich auch entspannender, dass sie nicht dabei war? Ja, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht... Ich weiß nicht, war schon komisch. So hingeben können. Richtig. So, jetzt ist da ein kleiner Junge raus entstanden oder ein Mädel? Ein Junge. Ein Junge. Ist das okay für euch? Ja. Ja, also ihr hattet keinen... Also wir haben gesagt, wir nehmen alles, egal Junge, ob Mädchen, Hauptsache gesund. So, das war jetzt vor 5 Jahren? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Vor 5 Jahren, also 2 Jahre vorher. Also wir haben 2 Jahre überlegt, ob wir das so machen sollen oder nicht. So, jetzt seid ihr stolze Eltern von einem prächtigen Knaben. Ganz genau. Und das ist die Entscheidung, von der du sagst, die bereue ich niemals in meinem Leben. Nö, also ich würde das immer wieder so machen. Also jetzt, wer ist jetzt übertrieben, immer wieder. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde vielleicht, weiß ich nicht, oder wir würden gegebenenfalls noch ein zweites Kind oder ein Geschwisterchen dazu haben wollen. Ach so. Glaube ich, würde ich das auf diesem Wege... Ist denn das im Gespräch oder so angedacht, dass da vielleicht noch... Nee, eigentlich nicht. Also wir sagen uns, heutzutage reicht ein Kind. Und gerade auch, Kinder kosten ja auch Geld. Natürlich. Also ist ja nicht so, dass man mal eben so ein Kind in die Welt setzt. Ja. Jetzt erzähl mir doch mal bitte die Rolle des leiblichen Vaters. Wie weit ist der jetzt in euren Kreis eingebunden? Also er kann seinen Sohn so oft sehen, wie er möchte. Mhm. Also wenn er jetzt meinetwegen, sag ich jetzt mal morgen oder übermorgen das Bedürfnis hat, ja, ich würde ihn gern sehen. Mhm. Kein Problem, braucht er nur anrufen und kann vorbeikommen, kann ihn sehen. Ja. Kontakt besteht so, also von Anfang an haben wir direkt gesagt. Und er kümmert sich auch um das Kind, er mag das Kind auch. Genau, ja. Also der kümmert sich drum, zahlt seinen Unterhalt, ja. Ach, Unterhalt zahlt er auch, alles so? Genau. Das war halt, hat er von sich aus direkt von Anfang an gesagt, also wenn er sich dafür entscheidet, dann will er sich voll und ganz entscheiden und... Also dann will er auch wirklich die Rolle des Vaters mit übernehmen und auch die Verantwortung tragen und eben finanziell sich auch an der ganzen Sache, an der Erziehung des Kindes beteiligen. Richtig, ja. Genau. Wie erklärt ihr jetzt schon euer doch ungewöhnliches Modell eurem Sohn? Also direkt mit offenen Karten spielen. Also jetzt ist er, um jetzt genau alles zu erklären, dass da er ja erst 3 Jahre alt ist. Ist noch ein bisschen sehr früh, da hast du recht. Ein bisschen sehr früh. Aber irgendwann ist es komisch, wenn da 2 Mamas sind, dann wird er vielleicht, und da kommt dann irgendwann auch noch ein Papa. Wie werdet ihr es erklären, wenn er ein bisschen erwachsener, ein bisschen älter ist?
so wie es war. Also nicht irgendwelche Märchen erzählen oder irgendwie sagen, sondern direkt sagen, dass er halt geplant war und ein Wunschkind war. Ja. Und dass zwei Frauen ja schlecht irgendwie untereinander Kinder kriegen können. Ja. Ja, und dann halt so. Wie soll ich das jetzt sagen? Ja, dann wird das. Nein, das ist ja auch schon die Erklärung. Wenn ihr ganz einfach das so erzählt, wie es war, ist das dann auch schon die Erklärung. Genau. Ja. Ja, genau. finde ich toll gelöst so. Warum nicht? Ja. Und dem Kleinen geht's gut. Ihr seid froh, dass ihr ein Kind habt. Auf jeden Fall. Der Vater freut sich, dass er ein Kind hat. Also der Kleine freut sich, auf der Welt zu sein. Was wollen wir mehr? Ja. Also der freut sich bombig, wenn er seinen Vater sieht. Der dreht dann schon meistens durch und springt hier rum im Achteck. Und weswegen ich eigentlich angerufen habe, war der Grund, dass ich also anderen Frauen, also ich meine, man muss die Entscheidung jeder für sich tragen, aber auch anderen Frauen auch Mut machen will, dass das auch gut gehen kann. Also es muss jetzt nicht heißen, dass das nicht klappen kann. Ja, man hat ja immer wieder schon so Sachen gehört. Und wenn das alles gut abgeklärt ist mit allen beteiligten Personen, finde ich das auch absolut okay. Also man muss sich schon sicher sein, dass da mal, also ich würde schon nicht jetzt irgendwie sagen, ja, jetzt, wie manche Frauen das wollen, jetzt springt man mit jedem x-beliebigen in die Kiste oder so, sondern halt wirklich, wenn man ein Kind haben möchte, ist das also auf jeden Fall möglich. Und ja, man kann auch sehr glücklich dabei werden. Ja. So, das wünsche ich euch auch, dass ihr weiterhin sehr glücklich seid. Ich wünsche dir, deiner Familie und vor allen Dingen eurem Kleinen alles Gute von Herzen und schöne Grüße an deine Partnerin. Ja, richtig, ihr auch. Dankeschön. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch Ramona hier. Ramona, 23, guten Morgen. Hallo, Domian. Welche Entscheidung war es bei dir? Meine Entscheidung war es, dass ich damals meinen Ex-Freund betrogen habe. Und dazu stehst du bis heute und sagst, das war eine absolut richtige Entscheidung. Ja, genau. Warum ist diese Entscheidung gut, dass du deinen Freund betrogen hast? Weil ich dadurch mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin. Die Beziehung hält jetzt mittlerweile auch schon über 2 Jahre und ich denke, das wird auch noch sehr, sehr lange halten. Das heißt, du hast den damaligen Freund mit dem jetzigen Freund betrogen? Genau, es war damals mein bester Freund gewesen. Ach so. Und wie lange warst du damals mit deinem Ex schon zusammen, als das passierte? Das waren auch schon über 2 Jahre. Und offensichtlich warst du unzufrieden in der Beziehung? Ja, genau. Es war auch eine Fernbeziehung, aber es ist mir halt dennoch sehr schwer gefallen. Ja. Weil ich halt, es war damals auch noch nicht unbedingt geklärt, ob mein jetziger Freund zu einer Beziehung bereit war einfach. Mhm. Und damals war ich halt auch noch sehr unsicher, habe halt gedacht, wenn ich meinen damaligen Freund verlasse, vielleicht finde ich dann ja nie wieder jemanden und stehe dann halt alleine da. Das denkt man dann so mit 24 oder mit 21. Bitte? Das denkt man dann so mit 21. Ja, genau. Ja, genau. Also es war halt schon sehr unselbstbewusst, muss ich sagen. Ja. Aber im Endeffekt habe ich dann auch, obwohl die Beziehung zu meinem jetzigen Freund dann noch nicht bestanden hat, gesagt, dass es einfach auch unfair gegenüber meinem Ex-Freund damals einfach war. Mhm. Und habe dann halt auch... Hast du ihn denn nur einmal betrogen oder lief das eine ganze Weile parallel nebenher? Das lief so 2 Wochen ungefähr. Naja, okay, das ist ja noch in der Schmerz-, in der Toleranzgrenze. Ja, nach 2 Wochen. Ich sagen muss, bitte? Nee, sag. Dass ich halt eigentlich ein Mensch bin, der da schon so moralische Grundsätze hat. Und, ja. Aber dennoch kann ich sagen, vollen Herzens, dass ich es nicht bereue, weil ich halt damals auch schon insgeheim irgendwo schon in ihn verliebt war. Und das war dein bester Freund damals? Genau, wir kannten uns auch schon eine ganze Zeit vorher. Und ist ja auch kurios, ne? Wenn so aus besten Freundschaften dann lieben werden. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum wir so glücklich zusammen sind. Mhm. Weil ihr eben, ja, ihr habt Leidenschaft füreinander und ihr seid eben auch gute und beste Freunde. Genau. Das ist eigentlich also wir können auch uns super unterhalten, wir können lachen zusammen, es passt eigentlich alles. Das ist die beste Konstellation eigentlich, ne? Ja, wenn man genau, das so antrifft. Denke ich im Nachhinein auch. Was hat denn dein Ex-Freund dann damals zu der ganzen Geschichte gesagt, als sie rauskam? Ja, das habe ich ihm leider nicht erzählt, muss ich gestehen. Mhm. Bis heute nicht. Nee, bis heute nicht. Wobei ich sagen muss, also ich wusste, dass ich mit ihm Schluss machen werde. Und ich wollte ihm das einfach nicht reindrücken zum Schluss, muss ich sagen. Es war auch eine Fernbeziehung. Und was hast du denn gesagt? Er hat auch sehr schnell jemand Neues kennengelernt, wo ich mir dachte, ja gut, so stark. Was hast du ihm denn gesagt, weswegen du Schluss machen möchtest? Dass ich ihn einfach auch nicht mehr geliebt habe, was auch im Endeffekt so war. Ja, na gut, das ist ja schon mal eine klare Ansage.
Ja, klar. Das ist eine eindeutige Ansage. Ramona, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich freue mich sehr, dass du noch dran gekommen bist und dass wir noch haben reden können. Ja, ich mich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, supi, danke. Weiterhin viel Glück. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, das war unsere heutige Nacht in der Technik Gunnel Blendin. Morgen sind wir am Freitag natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen und wir sind um 1 dann da. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.